Was wäre diese Welt ohne Träumer? Ohne diejenigen, die sich auf die Suche nach dem Unbekannten einlassen. Die Grenzen statt als Beschränkung, als eine Einladung empfinden. Jeder andere haben auch sie mit derselben Eigenschaft begonnen. Neugier. Was sie aber zum Erfolg geführt hat, ist der Entschluss, ihrem inneren Antrieb zu folgen und die Chance, alle ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Die Welt zu entdecken, muss eine angenehme Erfahrung sein, die jeder auf seine Weise gestalten soll. In dieser Phase wecken Spiele neue Emotionen und ermöglichen die Entwicklung der körperlichen, sozialen und geistigen Fähigkeiten. Es ist der ideale Zeitpunkt, mit Musik und Kunst in Kontakt zu kommen, zu erfahren, wozu der eigene Körper fähig ist. Deshalb sind Unterstützung, Motivierung und Vertrauen sehr wichtig. Hier wird das Band geschaffen, das jeder Einzelne zum Lernprozess entwickeln wird. In dieser Etappe des Wachstums lernen die Kinder ungeheuer schnell. Es ist die Zeit, wo man die Logik entwickelt und lernt, Entscheidungen zu treffen. Die Zeit, in der die ersten großen Freundschaften geschlossen werden. Eine Zeit, wo die Fantasie die Grundlage ist und die Sprache zum wirklichen Werkzeug wird. Daher ist eine Erziehung grundwichtig, die zum Überlegen anregt und die Erfindungsgabe fördert. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wenn man weiß, dass jeder Tag anders sein wird, aufgrund der Themen im Unterricht, durch die Menschen, mit denen man zusammen sein wird und die Vielfalt an Tätigkeiten, dann macht es Spaß, zur Schule zu gehen. Die Grundschule ist das Alter, um sich zu bewegen, zu wetteifern und Herausforderungen anzunehmen. Der Geist, frisch und aufnahmebereit, ist offen für die Verarbeitung neuen Wissens in hoher Geschwindigkeit. Es ist der richtige Zeitpunkt, alle seine Fertigkeiten auszuschöpfen und zu lernen, sich mit verschiedenen Mitteln auszudrücken. Die Erkenntnis wird zu einem Fenster zur Welt und jeder entscheidet, wie es zu öffnen ist. Ein bikulturelles und dreisprachiges Umfeld ist dazu hervorragend geeignet. Jugend ist die Zeit der Veränderungen, in der alles Festgelegte hinterfragt wird. Und das Wichtigste ist, die eigene Identität zu finden. Eine ideale Zeit zum Erwerb von Fertigkeiten, die das ganze Leben lang nützen werden, während man unvergessliche Erfahrungen durchlebt. Daher erfordert eine umfassende Bildung die Fokussierung auf integrale Entwicklung. Und ich stehe auf. Gut. Und Alexi? Der fährt mit dem Auto. Richtig. In der Oberstufe ist die Zukunft bereits nah zu sehen und der Zeitpunkt ist da, seine beruflichen Interessen zu bestimmen. Am ehesten sichert man sich eine Chance,
wenn man über die nötigen Kompetenzen verfügt. Dazu gehören Führungsqualitäten und kritisches Denken. Ferner ein integraler, leistungsorientierter schulischer Einsatz. Globale Fähigkeiten, die bei der Wahl einer in- oder ausländischen Universität von Vorteil sind. Das heißt, wir können das in Angaben und Meter umwandeln und dann können wir die Geschwindigkeit erreichen. Vorteile, die die eigene Zukunft einleiten werden. Chancen bieten sich nicht nur bei bestimmten Gelegenheiten. Dann muss man über die nötigen Werkzeuge verfügen, um sie zu nutzen. Unsere Welt braucht neugierige, kreative, engagierte, unverfälschte, freie Geister. So sind unsere Absolventen. Das ist er, der Humboldtsche Geist.